Hallo liebe Ladies von meinem Outfit of the Day. Jetzt mache ich das mal umgekehrt, dieses Video. Ich bin gerade nach Hause gekommen und habe mir gedacht, oh, bevor du dich ausziehst, musst du ein Outfit of the Day Video machen, weil heute Morgen habe ich es nicht geschafft. So, mach mal hier umgekehrt. Also, dieses coole Kleid, das habe ich gestern aus dem Secondhand-Laden geholt. Also sehr, sehr günstig. Das war, glaube ich, so eine Charity oder Kirchengemeinschaftsding, wo man halt Klamotten spenden kann und dann können wir dahin gehen und uns die kaufen für ganz wenig Geld. Also ich glaube 9 Euro hat das Kleid gekostet. Mega schön, das ist so eine schöne A-Linie. Das Coolste an dem Kleid ist, es sind ja ganz viele Münder in Rot und in Pink. Das erinnert mich voll an Moschino, das ist aber kein Moschino-Kleid. So. Das Coolste dabei ist, ich habe zufälligerweise die passende Tasche dazu, die ist noch schwer. Und wie ihr seht, weil da ist ja einiges los auf dem Kleid, habe ich den Rest halt schlichter gehalten. Man könnte dieses Kleid aber auch mit einer Jeansjacke kombinieren und anderen Boots oder halt, keine Ahnung, etwas derberen Schuhen halt, ne? Oder Turnschuhen. Naja, auf jeden Fall. Die nude roséfarbene Tasche passt perfekt hierzu. Und alternativ, upsala, Strumpfhose habe ich halt im Make-up an. Ist kalt. Die Tiger-Lederjacke. Und dann, ja, die Haare habe ich halt offen getragen. Zum Thema, geh niemals ohne Glitzer aus dem Haus. Ich habe halt meine Armbänder dabei. Ich weiß gar nicht, ob ein bisschen Glitzer auf dem Auge noch drauf ist. War heute Morgen super schnell. Ich hatte irgendwie nur 20 Minuten Zeit mit Duschen, Anziehen, fertig machen und rausgehen. Ich habe nur meinen Ansatz einigermaßen angeföhnt. Ich kann nicht mal sagen, dass ich mir die Haare trocken geföhnt habe. Ja, und das ist das Ergebnis. Was aber mega cool ist, ich habe gestern auch einen Hut dort bekommen, von H&M sogar, auch für 5 Euro. Ich muss den aber kleiner machen, zeige ich euch. Sieht auch mega cool aus. Passt auch schön dazu. Nur, das Problem ist bei mir, ich habe einen kleinen Kopf und ich muss den echt verkleinern. Mal gucken, wie ich das mache. So könnte man ja auch mit einer Jeansjacke rausgehen. Oder halt hier. Also auf jeden Fall passt das sehr, sehr schön zusammen. Oder was man auch machen könnte, halt komplett in Schwarz. Alles, also schwarze Strumpfhose und schwarze Stilettos oder Sandalen, High Heels, je nachdem, was man wie und was, muss man gucken. Ja, sieht ganz gut aus. Wie und was für einen Look man haben möchte, kann man es ja halt auch kombinieren. Dann ist halt das Kleid im Fokus. Ich wollte das schon so ein bisschen widerspiegeln und ja, das war's. So sieht es von vorne aus, so sieht es von hinten aus. So, liebe Ladies, viel Spaß beim Nachstylen. Ich bin ein bisschen so durch den Wind. Ich muss noch ein bisschen Wasser trinken. Bin gerade nach Hause gekommen, war ein bisschen arbeiten. Das war's. Ich sage ja immer wieder, nur weil wir 40 sind oder Ü40, müssen wir noch lange nicht so rumlaufen wie Mutti oder wie Tante Ilse. Ciao, ciao. Ich muss jetzt meine Schuhe ausziehen. Sie sind jetzt nicht so super hoch, aber ein paar Schluppis, um meine Haare zu machen. Zum Pferdeschwanz. Meine Lieblingsfrisur. Ein Pferdeschwanz. Genau. Ja. Auch schön zu diesem Kleid. Ciao, Ladies. Passend zum Kleid.